Grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Wochenmagazins TV Mürz mit einem bunten Mix an Beiträgen aus unserer Region. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Heute sind wir zu Gast im Kletterwald in Spital am Semmering. Und was es hier zu erleben gibt, schauen wir uns nun gemeinsam an. Wollen Sie einmal hoch hinaus, wollen Sie Ihre Grenzen kennenlernen oder Ihre Ängste überwinden, dann sind Sie im Kletterwald Spital am Semmering an der richtigen Adresse. Ob ein Ausflug mit der Familie, der Firma oder einem Verein, der Kletterwald bietet in verschiedenen Höhen und Schwierigkeitsstufen auf 48 Stationen größten Kletterspaß. Auf Wunsch werden auch eigene Teambildungsübungen angeboten. Jugendliche unter 14 Jahren dürfen allerdings nur in Begleitung eines Erwachsenen klettern, wobei Vorkenntnisse nicht nötig sind. Das oberste Gebot im Kletterwaldspital am Semmering heißt Sicherheit. Darum wurde er nach amerikanischen Sicherheitsstandards gebaut, die deutlich über jenen in Europa liegen. Doppelte Sicherung ist die Devise, das heißt, jeder Kraxler ist zweimal gesichert. Öffnungszeiten und nähere Infos finden Sie entweder im Internet unter www.stuleksport.at oder telefonisch unter 0664 42 12 599. Unser erster Beitrag führt uns zum Sommerfest des Pensionistenverbandes der Ortsgruppe mit Zuschlag. Ein Seidel Bier, ein Grillkotelett, Kaffee und Kuchen, gute Musik und ein nettes Plauscherl. Was will man mehr? Und in der Zwischenzeit werde ich mir mein Klettergeschirr anlegen. Die Mürzer Spitzburm spielten auf, als die Ortsgruppe Mürzzuschlag des Pensionistenverbandes Österreich zum 13. Sommerfest lud. 55 Jahre besteht die Ortsgruppe Mürzzuschlag bereits und einen weiteren Grund gab es zu feiern. Die Innen- und Außenrenovierung des Ortsgruppengebäudes wurde heuer abgeschlossen. Wir haben den Dachboden ausgebaut, was ganz wichtig war, weil wir haben ja oben Räume, die man als Büro verwenden kann. Und wir sind mit dieser Generalsanierung heuer fertig geworden. Es ist jetzt abgeschlossen. Und das Sommerfest, noch einmal zurückkommen auf Sommerfest, das wird jährlich veranstaltet. Aber heuer ist es und wir feiern ja auch 55 Jahre Pensionistenverband Ortsgruppe Mürzzuschlag. Der Einladung zum Sommerfest folgte natürlich auch der stellvertretende Vorsitzende des Bezirkspensionistenverbandes. Ihn freut es besonders, wenn einzelne Ortsgruppen immer wieder Veranstaltungen für die ältere Generation organisieren. Der Zusammenhalt eben beim Pensionistenverband ist ja wirklich gegeben. Und wenn man sich vorstellt, dass die Stadt Mürzzuschlag doch eine stattliche Zahl an Mitgliedern an über 400, ich weiß es nicht genau, hat, kann man sich nur freuen drüber. Und auch da geht die Einladung, alle, die sich wirklich der Gruppe verpflichtet fühlen, dem Pensionistenverband beizutreten, um solche Veranstaltungen weiterhin aufleben zu lassen. Herr Bürgermeister, es war gar nicht so einfach, hier heute einen Platz zu finden, oder? Ja, es ist immer wieder beeindruckend. Ich habe das bei meinen Begrüßungsworten schon gesagt. Die Pensionisten sind eine treue Truppe. Wenn gerufen wird, kommen alle bei jeder Veranstaltung. Ich bin immer wieder eingeladen, komme gerne. Sind die Plätze bis zum Rand gefüllt. Es kommen wirklich alle, es tun alle mit. Es wird mitgearbeitet, mitgeholfen. Und es ist eine gute Stimmung. Und dazu gratuliere ich den Seniorinnen und Senioren zur Initiative und zum Engagement. Und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag und weiterhin so viel Begeisterung, so viel Einsatz und so viel Zusammenhalt. Es wurde gefeiert, getanzt und gelacht. Das Glaserl Wein schmeckte hervorragend und bei Günter Fasching am Grillstand bekam man Gusto auf mehr. Eines war nicht zu überhören, die Stimmung war ausgezeichnet und alle waren in allerbester Feierlaune. Ja, ganz super. Wir haben viele Grazer Freunde mitgebracht. Und herrlich ist da. Also richtig für uns alten Leute. Gell? Es ist so lustig da. Man kommt einer, ist aufgenommen und es geht um. Also ich meine, da kann sich so manche Jugend, können Sie ein Beispiel nehmen, die Elternsemester, alten Leute darf man nicht sagen, aber die älteren Semester, die haben was an sich. Das ist einfach lustig. Aber ich habe schon gesagt, da muss man ja richtig froh sein, wenn man da heute einen Platz kriegt, so viel wie es da ist. Gell? Ja, ich war schon eine halbe Stunde später da. Schon reserviert alles. Gewusst wie, gell? Mir gefällt es sehr gut beim Sommerfest. Ich bin jedes Jahr dabei, weil es wirklich sehr schön ist. Es ist sehr gut organisiert und man kriegt genug zum Essen, zum Trinken. Also die Musik ist in Ordnung, passt ja alles. Was wollen wir noch mehr? Ja. Bei diesem Sommerfest wurde wieder einmal der Beweis angetreten. Die ältere Generation versteht es wirklich, die Feste zu feiern, wie sie fallen.
Bevor ich mich nun noch weiter hinaufwage, geht es von den Pensionisten zu denen, die erst am Anfang oder schon mitten im Berufsleben stehen. Braun gebrannt und gut erholt aus dem wohlverdienten Urlaub zurück, blickt Andrea Dierenbauer auf 10 Monate Ausbildungszentrum zurück. Nicht nur gut erholt, vor allem bestens motiviert, unterstütze ich ab sofort meinen Kollegen Horst Berger, der sich in den vergangenen 2 Wochen wacker alleine durch TV Mürz gekämpft hat und somit ist es uns auch heuer wieder gelungen, bei ihrem Lokalfernsehen TV Mürz keine Sommerpause einzulegen und Ihnen aktuelle Berichte nach Hause zu bringen. Der nächste aktuelle Bericht wartet auf Sie. Vor 10 Monaten eröffnete in Zusammenarbeit mit dem Berufsförderungsinstitut Steiermark, der MIAG GmbH von Jugend am Werk und der Stadtgemeinde Mürz-Zuschlag die Facharbeiterakademie in der Mürz-Zuschlager Au. Sie widmet sich der Förderung von Lehr-, Berufs- und Erwachsenenbildung, ist aber auch ein wichtiger wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Impuls für das Mürztal, insbesondere für Mürz-Zuschlag. Ja, nicht nur das, es ist auch ein traditioneller Faktor, die ehemalige Lehrwerkstätte wurde MIA vor einigen Jahren und jetzt vor knapp einem Jahr haben wir daraus dieses große Projekt gestartet und es ist vielleicht nach einem knappen Jahr gut Nachschau zu halten, ob sich's bewährt hat und ich darf stolz vermelden, es hat sich bewährt. Es war das richtige Projekt zur richtigen Zeit. Wir haben für dieses Gebäude eine sinnvolle Nachnutzung gebraucht. Wir haben für die MIA mehr Platz gebraucht. Und wir leben in einer Region, wo einfach Bildung, Angebot für junge Leute, für Lehrlinge, Betriebe, weiter Ausbildung und Qualifizierungen anbieten zu können, ganz, ganz wichtig und von Bedeutung ist. Und das alles findet hier, denke ich, sehr professionell statt. Einige der im städtischen Industriepark ansässigen Betriebe arbeiten eng mit der Lehrlingsausbildungsstätte zusammen. Auch die Hönigsberger Firma MAL. Herr Bichler, Sie lassen Ihre Lehrlinge in der Lehrlingsausbildungsstätte im Mürz-Zuschlag ausbilden. Wie sieht diese Zusammenarbeit im Konkreten aus? Also die Zusammenarbeit sieht im Konkreten so aus, dass wir unsere Lehrlinge 13 Wochen im Jahr an die MIA-Ausbildungsstätte schicken. Und die Lehrlinge haben dort die Möglichkeit, dass sie ihre Fertigkeiten, welche im Betrieb nicht zu erlernen sind oder wo die Maschinen nicht verfügbar sind, eben dort in der MIA und konzentrierter erlernen können. Wie sind Sie mit der Zusammenarbeit zufrieden? Wir sind mit der Arbeit von der MIA sehr zufrieden. Es erleichtert uns die Ausbildung der Lehrlinge und vor allem die Lehrlinge können viel besser und detaillierter ausgebildet werden. Nach knapp einem Jahr hat die Facharbeiterakademie alle gesetzten Erwartungen übertroffen. An die 20 Betriebe lassen zurzeit ihre Lehrlinge während ihrer 3,5-jährigen Lehrzeit hier ausbilden. Doch wie gut weiß die Mürzer Bevölkerung über diese Bildungseinrichtung Bescheid? Sie ist mir bekannt im Grunde, ja, aber ich weiß nicht wirklich, wo sie ist und welche Ziele sie verfolgt. Wissen Sie, was dort passiert? Ja, Schlossbetrieb und so, kannst als Lehrling anfangen und so schweißen und so kannst du alles machen. Drehen und fräsen. Ja, die kenne ich, also vom Hörensagen. Das war früher mein Gymnasium. Wissen Sie, was da passiert? Nein, was da genau passiert nicht, aber ich kann mir das vorstellen, dass das vielleicht eine Ausbildungsstätte ist für welches Fach der Facharbeiter, weiß ich nicht. Aber ich kann mir so ungefähr über Vorstellung, ich weiß es nicht genau. Ja, da werden Lehrlinge ausgebildet. Also wie das jetzt genau funktioniert, ob das ein bisschen auf Behindertenarbeit ist, das kann ich nicht genau sagen, das weiß ich jetzt nicht. Aber Sie wissen, dass es so ein Ausbildungszentrum in Mürz-Zuschlag gibt? Ja, das weiß ich, ja. Die Zeichen stehen gut, dass auch die Zukunft für die MIA positiv verlaufen wird. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind wirklich zufrieden. Das Haus ist bis zum letzten Raum genutzt. Es sind derzeit aktuell sogar zu wenig Räume. Es wird bereits wieder versucht, durch zeitliche bessere Einteilungen alle Kurse unterzubringen. Es gibt sehr viel Nachfrage. Es ist auch aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage so, dass viele Firmen die Zeit nutzen, um hier nachzuschulen, zu qualifizieren. Alles das können wir anbieten. Mürz-Zuschlag hat, glaube ich, hier einen wichtigen Impuls und es ist, würde ich sagen, mehr als gelungen. Die Riding Ducks sind weder mit Daisy noch mit Donald verwandt und sie wohnen auch nicht in Entenhausen. Vielmehr kommen sie aus ganz Österreich auf ihren heißen Öfen angeritten, um im Ganztal beim traditionellen Bikertreffen Erfahrungen auszutauschen. Es wird schon langsam dunkel, als die letzten Besucher am Sportplatz im Ganztal eintreffen. Mehr als 300 Biker aus ganz Europa trafen sich bereits zum 9. Mal, um Erfahrungen und Berichte aus der Welt der Motorradfahrer auszutauschen. Wer sich hinter den Riding Ducks verbirgt, erklärt uns der Präsident Michael Ganster. Die Riding Ducks ist ein Motorradclub aus Wien. Wir haben aber
Mitglieder aus allen Bundesländern bei uns dabei. Die sind halt alle irgendwann einmal in Wien gelandet und dann in Wien arbeiten oder so. Ich bin ja eigentlich ein gebürtiger Mölzzuschlager und bin halt auch in Wien draußen und arbeite dort. Ja, wir haben alle Motorradmarken bei uns im Club. Also wir sind jetzt nicht nur Harley-Fahrer oder irgendwas, sondern wir haben alles. Wir haben Sportmotorräder, wir haben andere Motorräder. Ob Airbrush-Kunst allerfeinster Güte oder ein etwas einfacheres Bild, für jeden war das Passende dabei. Für die sportlichen Teilnehmer wurde, wie jedes Jahr, der Stieraugen-Weitspuck-Contest veranstaltet. Wir haben jetzt hier den Gewinner. Was ist das Geheimnis? Wie schafft man es? Wie weit war es überhaupt einmal? Angeblich 8,93 Meter. Im Vorjahr habe ich nur 7,42 Meter geschafft. Jahrelange Übung und Geheimnis einfach. Mit was trainiert man da? Stieraugen. Also auch im Training? Auch im Training Stieraugen, ja. Der Nachbar schmeißt zwar immer zurück, weil zu Hause privat 13, 14 Meter, kein Problem. Nur ich wollte da die Leute nicht bloßstellen. Einfach. Die Federbälle von den Kindern schmeißt er nicht zurück. Die Stieraugen schon wieder raus im Scheinbar. So wie die Nacktschnecken schmeißt er auch zurück immer wieder. Wo kommt sie her? Waldviertel. Niederösterreich. Quasi. Wie gefällt es euch da mit dem Zuschlag? Ja, wir sind eh alle da. Wir sind mit den Tags recht gut. Ja. Die kommen aber zu uns, wir fahren her. Weißt schon. Was hast du für ein Bike? Bullwing. Was macht das? Ich hoffe, du hast das schon im Bild gehabt, das schöne rote Ding da vorne. haben wir wirklich, ja. Was macht das Biker-Feeling aus, beziehungsweise das Feeling auf so einem Treffen? Das Feeling auf so einem Treffen ist einfach zu beschreiben. Es ist eigentlich eine Freundschaft, die was jahrzehntelang schon hält, sagen wir es einmal so. Das ist eine Freundschaft, dass ich immer gegenseitige Besuche. Sie kommen zu uns, wir kommen zu denen und das läuft, wie gesagt, ja, 15 Jahre mittlerweile. Das ganze Biker-Feeling da mit Freunden zu treffen und gemeinsam zu diskutieren, zu reden, was sich in den letzten paar Monaten ergeben hat, um das miteinander zu feiern, wortwörtlich zu feiern. Das ist das ganze Biker-Feeling, diese Gemeinschaft. Was für ein Thema wird da besprochen? Ja, wie alles. Da geht es ums Motorradschrauben, da geht es darum, wie es der Familie geht, was man die letzten paar Monate private Probleme gehabt. Da geht es wirklich alles, was jeder andere auch daheim diskutieren würde. Ja. Am Stammtisch. Ja. Und how do you like mit dem Zuschlag? Ja, super. Das ist super. Nice people. Nice roads. Nice weather we have. Nice beer? Also. Yes. Nice food, nice women's. Yeah. The weather, the beer, the people, the roads. The roads are, well, perfect. The best roads in the world. Bei fetziger Live-Musik der Gruppe Voodoo Smurfs wurde bis spät in die Nacht abgefeiert. Und wer es etwas ruhiger mochte, träumte noch bei Lagerfeuerromantik von den kommenden Ausfahrten in unserer wunderschönen Region. Diesen Beitrag widmete Ihnen Zweiradcenter Holzbar in der Grazer Straße 93 in Hönigsberg, Ihr kompetenter Partner für Ihren Fahrbahnuntersatz. Ja, meine Damen und Herren, das war's für dieses Mal. Nächste Woche wird Sie wieder Andrea Dierenbauer mit interessanten Beiträgen aus unserer Region begrüßen. Im Namen des gesamten Teams von TV Mürz bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich für meinen Teil habe meine Grenzen hier im Kletterwaldspital am Semmering kennengelernt und bin wieder froh, festen Boden unter meinen Füßen zu haben. Auf Wiedersehen.